Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Hawken mit Captain CL. Ja, eine neue Runde Team Deathmatch spielen wir jetzt hier. In 10 Sekunden geht's auch los, wenn alle im Endeffekt jetzt hier dabei sind. Ich schließe mich jetzt mal unseren Teamkollegen hier, damit wir gleich zusammen vorpreschen können, weil es immer ganz wichtig im Endeffekt eigentlich im Team zusammen zu bleiben. Da stehen sie alle schon dabei drin. Und jetzt pushen sie, da bleiben wir mal dran. Ja, wie üblich, wenn ich eine Forschung gesehen habe, wer zuerst 40 Kills hat oder die meisten Kills nach Ablauf der Zeit gewinnt. Da haben wir doch gleich den ersten schon da und sehr schön, den haben wir uns gesichert. Also ich versuche schon mal ein bisschen hier zu reparieren. Erledigt. Das heißt, der andere ist quasi alleine. Wir haben 4 auf jeder Seite. Und dann muss man sich zurückziehen und sich neu formieren. Also das ist eigentlich in dem Sinne die ersten taktischen Sachen, die man hier so lernt. Kurz vorm Aufkommen hier abbremsen, sonst gibt's Fallschaden. So, hier ist das alles klar da unten. Und den haben wir erledigt. Der muss schon abbremsen. Ah, da hinten kommt der nächste, okay. Sehr gutes Teamwork momentan. Jetzt muss ich mich unbedingt reparieren. Also das ist ganz wichtig. Im Endeffekt immer im Team zusammenlaufen. Also das ist hier bei Hawken ganz wichtig. Das ist eigentlich auch bei allen anderen Spielmodi. So, es gibt noch die Siege-Modes, es gibt natürlich Deathmatch-Mode, jeder gegen jeden. Da kann man das schlecht machen, außer man stackt. Also das heißt, man hat einen Freund und man spielt dem zusammen. Dann kann sich halt trotzdem auch zu denen abschießen. Dann gibt es halt eben, welchen gibt es noch, den Turret-Mode. Im Endeffekt hast du dann 3 Türme zu erobern, um das Basisschiff abzuschießen. Ja, da sollte man auch eigentlich mal zusammenbleiben. Das ist immer ganz gut, da kann man sich gegenseitig decken. So, jetzt müssen wir zu den Kollegen wieder schnell. Sonst sind wir hier alleine und leichtes Opfer für die Gegner. Das wollen wir natürlich verhindern. So, da sehen wir den Gegner. Da versuchen wir ein bisschen drauf zu halten. Da, ja, genau, da steht er. Friendly Fire, soweit ich weiß, gibt's hier nicht. So, rein. Den haben wir erledigt. Sein Kumpel, der geht auch down. Und da ist noch einer, der geht gleich mit down. Sehr schön. 3 Leute haben wir jetzt hier gerade weggeholt. Wunderbar. Also das war wirklich gutes Teamplay. Wir haben gerade einen weggeholt, da kam der nächste von der Ecke. Alle haben schön mal mehr oder weniger auf einen fokussiert. Das ist natürlich sehr gut. Leider habe ich jetzt hier keine Mitspieler. Ich habe noch einen Kollegen, der mal mitspielt. Mal sehen, ob wir das in den nächsten zusammenkriegen. Dann können wir ein noch besseres Teamplay hinlegen. So, 6 Minuten 45 haben wir noch. Wir sind klar in Führung. Ich glaube nicht, dass wir das noch ausgeben werden. Weil das, wir haben wirklich ein sehr gutes Team, ne? Und da kommt Gegner. Sehr schön. Und Feuer abbremsen. Und landen. Und reparieren. So, wir sind schon wieder fast zur Hälfte von da. Reparieren wir mal. Da ist ein Kollege. Der scheint unter Feuer zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie wir ihnen helfen können. Wir gehen auf dieses Jump-Pad hier. Zack, könnt ihr sehen, dann werden wir weit hoch nach oben geschleudert und landet auf mehreren Plattformen. Dafür sind diese Jump-Pads ganz gut. Ich versuche mal dem Kollegen jetzt zu helfen, wenn er wirklich unter Feuer stehen sollte. Oder ob er sich gerade repariert. Der repariert sich gerade. Geben wir ihm weg. So, jetzt schließen wir uns mal wieder den anderen beiden Kollegen an. So, 15 zu 3. Das heißt, die anderen haben momentan gar keine Chance. Also die müssten schon etwas frustriert sein. Also wichtig ist wirklich bei Team Deathmatch, lauft nicht alleine rum, wenn hier 2 Gegner da vorne stehen. Ja, also wie der jetzt hier zum Beispiel. Da kommt gar nicht so viel. Da hat eigentlich quasi eigentlich keine Chance. Der hat jetzt erledigt. Obwohl die gerade hier zu zweit gewesen sind. Aber ich, obwohl die jetzt hier zu zweit sind, sind so so. Den hole ich hier. Ah, und da kommt der Kollege. Seht ihr, also das ist das mit Team Rage halt. Selbst wenn der eine dann down geht, kann der andere den
der sehr fokussiert war auf den Spielern, erledigt werden. Ihr seht, er war alleine. Und er wurde von meinen Teamkollegen und Teamkameraden dementsprechend eliminiert. So ein sehr schönes, schnelles Mech-Spiel, muss ich sagen. Also hoffentlich gefällt mir sehr gut. Ist free to play bei Steam natürlich zu bekommen. So, drehen wir ganz schön. Also ihr könnt es euch umsonst bei Steam runterladen. Ihr könnt euch Ingame-Gegenstände kaufen, die jetzt nicht unbedingt so eine Relevanz haben, wenn ihr schneller vorankommen wollt beispielsweise. So wie man das von Browser-Games üblicherweise kennt, dann kann man sich hier das eine oder andere vorzeitig freischalten. Ist nicht unbedingt notwendig. Wenn ihr natürlich das Spiel mögt und die Entwickler ein bisschen unterstützen wollt, ist das natürlich auch vielleicht eventuell ratsam. Weil solche Spiele kosten natürlich in der Entwicklung auch ein bisschen Geld. Deshalb kann man sich überlegen, ob man so gleich vielleicht ein kleines Package kaufen möchte oder eine Spende leisten möchte oder sonst irgendwas, die dementsprechend unterstützen. Das schadet natürlich nie, wenn man die Spiele mag. Also ich mache das generell, wenn ich Spiele gut finde, unterstütze ich auf jeden Fall die Entwickler. Zum Beispiel bei verschiedenen Spielen, die jetzt zum Beispiel vorher unbekannt sind, auch versuche ich die zu unterstützen. Das kann ich den typischen Kickstarter-Kampagnen, wo man ein Spiel unterstützen kann. Das macht auch mal ganz gerne. Uiuiui, geht schwer zur Sache. Aber das ist richtig cool. Ich hab davon nichts abgekriegt. Ich brauche dieses Gimmick hier, ich brauche diesen gelben Reparaturkasten. Was das da schon ist. Ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff hier heißt. Wenn ihr wisst, wie das heißt, haut es mir mal unten in die Kommentare rein, dass ich das nächste Mal richtig sagen kann. Das heißt, sieht man ein bisschen ab, wenn ich sage, dieser Reparaturkasten, dabei ist es eigentlich irgendwie so ein gelber Würfel, der euch repariert und wieder mit Benzin auffüllt oder dergleichen. Ja, komm, rücken wir mal vor und den Kollegen dranbleiben. Nichts zurückfallen. Ansonsten kannst du sehr schnell schon Booster fallen aussehen. So, die haben schon wieder einen erledigt und mich über uns scheinbar, ne? Da gehe ich jetzt über den Champion drauf. So, der Lastkugel ist wieder perfekt. So, sehr schön. Ah, jetzt haben wir jetzt eine Underdog-Geschichte wieder bekommen. Und ich muss mich hier von wo kassiere ich. Ich muss mich reparieren. Hier das mit dieser Reparaturwürfel, gelbe Dingsbums Dungeons, da ihr wisst schon. Ich bin jetzt aber Dingsbums Dungeons, weil Dingsbums Dungeons verbrennt. So. Schieben wir uns mal nach vorne. Und da sind sie zu zweit. Also jetzt spielen die ganz gut zusammen. Oh, ich kassiere jetzt dadurch natürlich ganz übel. Erledigt mich jetzt wahrscheinlich. Ja, so ist es. Zwar war nicht er das, sondern der Kollege. Teams are unbalanced. Press F8 to volunteer the other team. Ja, das werden wir diesmal jetzt nicht machen. Okay, wir sind nicht mehr. Wir sind jetzt 6 zu 4 gegen die. Ist ein bisschen unfair. Ich werde jetzt aber nicht überwechseln. Ich möchte schon natürlich auch gewinnen. Das war mal ganz egoistisch. Nächste Runde wird das sowieso nochmal durchgemischt. Und jetzt für 1 Minute 40 wechsle ich jetzt nicht mehr rüber. Könnt ihr natürlich gerne machen, wenn ihr gute Spieler seid und einfach mal die Underdogs unterstützen wollt. Ich glaube, dafür bin ich einfach nicht gut genug, um jetzt wirklich zu sagen, ich gehe rüber und bin spielentscheidend. Also das bin ich wirklich nicht. Ja, dafür müsst ihr Spiel wahrscheinlich viel mehr zocken. So. Machen die alles, brauchen die alles alleine weg hier oder regieren wir jetzt mal. Ich will noch mich erledigen, bevor die Runde zu Ende ist. Juhu, ein Assist war das aber noch. Aber nicht. Und man bekommt Analog-Punkte. Wahrscheinlich werden die Jungs viel besser ausgerüstet und dann werden die technisch weiter. Dann kann ich auf den Level wieder regenerieren und weg mit dir, Junge. Das ist Analog-Bonus. Einfach ein dicker Mech. Und ja, ich nur ein kleiner Scout. Der aussieht wie so ein kleiner Lockerkasten. Aber egal.
fahren wir nach Hause. Vielleicht schaffen wir sogar noch die 40 voll zu kriegen. Ich glaube es zwar fast nicht. Probieren können wir es. Wir pushen jetzt mal vorwärts. Schade, der war ab. Den Kill bekomme ich auch noch. Sehr schön. Wunderbar, jetzt versuchen wir uns noch zurückzuziehen. Ich wollte jetzt nicht noch sterben. Oh, 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 oh. Acht, wir haben es überlebt. Sehr schön. Also, wenn euch die Runde gefallen hat, lasst mir doch vielleicht einen Daumen oben nach oben da. Vielleicht lasst ihr auch ein Abo da, wenn ihr vielleicht mehr von mir sehen wollt. Und über Kritiken sowie über Lob freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir in die Kommentare reinschreibt. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Captain CL.